Guten Tag und herzlich willkommen zu FIFA 13. Ich bin euer Kommentator MG Musmit. So, so wie es aussieht, haben wir die ganze Sache beendet. Die zweite Liga ist durch. Ich habe hier kein Spiel mehr zu stehen, außer das deutsche Pokalfinale. 60 gegen Schalke. Grandios. Bin ich gespannt, wie es hier ausgehen wird. Fußballverband England gibt Weltmeisterschaftsmannschaft Preis. Ach so. So, Deutschland. Ja, Niederlande, Spanien, Brasilien, Argentinien. Schön. So, aber jetzt gehen wir ins Teammanagement. Wir laufen hier mal wieder mit der Top-Besetzung auf. So. Leitl gegen Laut. Tomczak. Marcos bleibt drin. Ofrata. Linkes Mittelfeld. Bringen wir ihn. Dürfte passen. Oh. Da bringe ich doch lieber Ofrata. So, Hafler. Der ist gut drauf. Stahl ist gut drauf. Linksverteidiger. Haben wir wieder Alternativen? Nein. Linker Innenverteidiger. Ich würde mal sagen, der Kader steht gut. Oder bringe ich Schulz? Nee, ich bringe Schulz. Nee, bringe ich nicht. Wie geht's denn ihm eigentlich? Gut. Wie sieht's bei ihm aus? Er ist eigentlich besser. Komm da rein. So, probieren wir es mal. Marcos hat zwar die Erfahrung, aber ich brauche einen jungen, spritzigen Spieler hier, um zu gewinnen. So, jetzt bin ich gespannt auf dieses Finale. So, deutscher Pokal, Vorschau aufs Finale. 1860 München gegen FC Schalke 04. So, Partie spielen. Natürlich. Klassisches Trikot, schön. Die dürfen in Weiß spielen. So, wir spielen daheim. Oh, die letzten Spiele von Schalke. Zweimal Manchester City, zwei Niederlagen und einen Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen. Hm, interessant. Lattenknaller, ist ja schön. Es ist auch so eine Disziplin hier, die ich gar nicht mag. Hier trainieren, hier das Aluminium zu treffen. Es gibt's doch nicht. Sonst treffe ich das Ding immer. Es gibt's doch nicht. Egal, ist eine blöde Disziplin. Weil wieso trainiert man Lattentreffer? So. Deutscher Pokal. 1860 München. Gegen Schalke 04. Wir sind gespannt. Oh, wir spielen ganz woanders. Im Olympiastadion, wohl in Berlin. So. Dann probieren wir es mal, dass wir deutscher Pokalsieger werden. Wir als Zweitligisten und das gegen einen Erstligisten wie Schalke, die natürlich hier Weltrang hat momentan. Aber 60 hier schon mit einer guten Aktion. Also sie haben echt keine Angst vor diesem großen Gegner. Ich muss hier meine Stimme ein bisschen disziplinieren, nicht, dass ich euch zu laut anblöck. So, 60 ist gut unterwegs hier.
versucht hier alles Mögliche, um hier durchzukommen. Aber jetzt müssen sie erstmal noch Lücken finden in der Schalker Abwehr. Das wäre die Krönung dieser Saison, wenn sie diesen Pokal hier gewinnen, hier mit nach Hause nehmen. Sie probieren es munter. Ah, Schalke jetzt im Gegenzug versuchen es, aber 60 hier früh gestört, früh den Ball geholt, damit sie hier auch gute Chancen haben. Spielen sie so, wie wir sie diese Saison wie immer gesehen haben. Sehr offensiv, sehr früh, sehr aggressiver Fußball einfach. So, aber Schalke natürlich mit der Abgebrühtheit der ersten Liga. Mit ihren, ja, Top-Spielern. Und 60 eigentlich mit dem Minimalbudget. Hier trotzdem mit Möglichkeiten, mit Versuchen, dass sie hier durchkommt zum 60er, zum 16er der Schalker. So, schöne Aktion. Da hat aber der Keeper von Schalke was dagegen gehabt, dass das Ding reingeht. Da hat er sich ganz lang gemacht, damit er den Ball bekommt. Schalke jetzt mit dem Konter. Oh, da kam der Absperrspieler nicht mehr ran. So, dann war, zum Glück hat sein Kollege gerettet, damit es nicht scheppert im 60er Tor. So, 60 baut hier gemütlich das Spiel wieder auf. Versucht hier jede Lücke zu holen, zu suchen, Anspielstation zu finden und natürlich hier schlussendlich Glück zu haben und das Ding zu versenken. So, Schalke hier im Bedrängnis immer noch. Der junge Offrater, der kämpft um den Ball. Der ist da. Der holt sich im 16er schon den Ball. Der hat heute wieder ein Topspiel, so wie es aussieht. So. 60 hat den Ball schon wieder im Mittelfeld. Der Druck auf Schalke, ja, sie halten den Druck auf Schalke sehr konstant. Schalke eigentlich ohne Befreiung mittlerweile, steht eigentlich nur noch hinten drin. Au, gerade noch vom Fuß geschnibbelt. Ah. Da wussten sie nicht, was sie mit diesem Glück tun sollen, dass sie auf einmal den Ball vor den Füßen haben. So, 60. Wieder mit dem Ballbesitz. Früh geholt. Wenn der Pass durchgekommen wäre, wäre es gut gewesen. Dann wäre eine gute Aktion oder eine gute Position für einen Torversuch da gewesen. So, Einwurf 60. Sie halten den Druck immer noch aufrecht. Wann knickt Schalke ein? Oder wann kommt die Initialzündung von Schalke? Die wollen natürlich hier im Pokal auch gewinnen. Die sind hier weit gegangen. Die wollen nicht hier gegen den Zweitligisten verlieren. Sieht aber momentan danach aus. Da 60 klar die stärkere Mannschaft gerade ist. Ja. Aber die Abwehrarbeit von Schalke ist natürlich gerade beachtlich. Was ist das jetzt gewesen? Freistoß Schalke. Ob zu Recht, würde ich mal bezweifeln, aber das sieht der Trainer immer anders. Schalke vorm Tor, nö, doch nicht. Es wäre jetzt gewesen. So, 60 sucht wieder hier die Lücken, den Raum hier, um sich entfalten zu können. So. Ah, der Aufreiter, der ist einfach da. Der läuft sich hier in den Wolf. Er ist echt gut unterwegs. Ich muss ins Teammanagement schauen. Nicht, dass mir hier jemand abkackt. Nee, sieht noch gut aus. So, Spiel fortsetzen. Aber ich darf es nicht übersehen, dass ich hier wechsle. So, die erste Halbzeit ist um.
60 noch sehr stark hier. Noch sehr stark. Ob sie dieses Tempo halten können, das stellt sich noch raus. Schalke eigentlich noch nicht so große, ja, Aktionen hier gehabt. Deswegen gehen wir hier auch gleich in die zweite Halbzeit. Mal sehen, ob hier 60 mehr Chancen bekommt zu gewinnen oder ein Tor zu schießen. Also in der ersten Halbzeit, Torversuche gab es jetzt nicht so viele. In der ersten Halbzeit, so. 60 versucht wieder hier durchzukommen, die Lücke zu finden, um hier dem Schalker Torwart gefährlich zu werden. Ein Foul außerhalb des Strafraums. Gelb für Holtby. Kenne ich leider nicht. So. Oh, zu hoch. Zu fest draufgehauen. Standards sind nicht unsere Sachen. Da müssen wir noch trainieren für. Aber das bekommen wir noch irgendwann hin. So, 60 jetzt wieder vorm Tor der Schalker. Ofrata macht hier wieder ein sehr gutes Spiel heute. Also die Jungspieler, was wir diese Saison dazu bekommen haben, sind ihr Geld wert. Sind hier sehr gut. So, 60 jetzt mit dem Foul. Huh, Schalke jetzt mal gefährlich vorm Tor der 60er. Nee, doch nicht. So, das Spiel jetzt schnell machen. Blanco läuft hier. Läuft am Abwehrspieler mehr oder weniger vorbei. Leider zu langsam. Ah, den hätte er nach vorne spielen müssen. Damit die Situation gefährlich bleibt. Aber jetzt wird es gefährlich für 60. Oder doch nicht. Da konnten sie noch rechtzeitig die Schalker Bombe entfernen. Ah, aber dann dieses Passspiel. Nicht, dass ihnen das wieder zum Verhängnis wird. Dieses ungenaue Passspiel. Und natürlich, ja, die schlechte Chancenauswertung. Aber richtige Chancen hatte 60 heute ja noch nicht unbedingt. Da sie, ja, noch nicht unbedingt frei vorm Tor standen, noch nicht frei zum Schuss kamen. Das ist aber der guten Abwehrleistung der Schalker zu schulden. So, die Lücke wieder im 60er Bollwerk finden. So, er dreht sich, zieht ab. Was war das? Abseits. Ja, da wurde vom passiven zum aktiven Abseits. Hilft nicht. So, wir gucken auch mal kurz ins Teammanagement. Unseren Leuten geht es immer noch relativ gut. Ich lasse noch drin. Ich heb mir die auf. Ich habe da so eine böse Vorahnung, dass das in die Verlängerung gehen könnte. Und da will ich mir jetzt nicht alle Spieler schon verbraten hier. Nur weil ich hier jetzt noch auf Gedeih und Verderben das Tor schießen will. Aber es klappt gerade nicht. Schalke jetzt immer, ja, mehr im Kommen. So, jetzt gehen wir aber nochmal ins Teammanagement. Wir wechseln doch lieber. Bin ich jetzt so der Meinung. Linkes zentrales Mittelfeld. Für den bringen wir Markus. Rechtes Mittelfeld. Hafler, ja. Tu mal raus. So, den letzten hebe ich mir auf. Spiel fortsetzen. So, Eichler. Immer noch gut unterwegs hier. So, 60 wechselt. Hoffentlich waren das die richtigen Entscheidungen, damit sie hier auch noch ein Tor schießen können. So, Einwurf 60.
So, bauen wir das Spiel hier von hinten her auf. Von der Abwehr aus. Ein fehlerfreier Aufbau muss daher. So, leider wurde das nichts. Da das Passspiel mal wieder zu ungenau war. Da wollte der Schalker kombinieren. Wurde nichts draus. Einwurf Schalke. So, jetzt Einwurf 60. Irgendwie kriegen es die Schalker nicht gebacken, den Einwurf gescheit hinzubekommen. Ohne dass sie ihn selber gleich ins Ausspielen. So, Stahl geht durch. Gefährlicher Abschuss. So, Schalke wechselt auch nochmal. So, 8 Minuten noch regulär zu spielen. Mal gucken, ob wir in die Nachspielzeit müssen oder nicht. Jetzt nochmal die Offensive, ja, verstärken und in die Zweikämpfe wieder besser reingehen. Ah. So, sauber. Hier den Ball wieder ergattert. So, Markus holt sich den Ball, fordert ihn förmlich. Sieht Blanco, Blanco zieht ab, Außennetz. Es gibt's nicht. Schalke wechselt nochmal. Spielen die auf Zeit? Wollen die das noch auf die Verlängerung retten? Es gibt es nicht. Wird ihnen der Druck von 60 zu groß? So, Ecke 60. Kopfball. Ungefährlich, wie immer. Aber immer noch die Möglichkeit. Zieht ab. Oh. Leider war das nichts. Das Ding ist aber noch heiß. 60 immer noch vor dem Strafraum, der Schalker will hier noch durchkommen, schafft es aber nicht. 4 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. So, Schalke kommt hier vors Tor. Komm raus. Oh, gut, dass der Torwart so früh rausgekommen ist. Also den hat noch abfangen können. So, Laut geht hier durch. Laut geht immer noch. Er zieht ab. Au, oh, Torwart direkt angeschossen. Bitter. So, das Ding geht in die Verlängerung. Nicht schon wieder. So, Verlängerung. Eieiei. So, wir gucken nochmal ins Teammanagement. Wir dürfen ja noch einmal. Zentral offensives Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Leitl. Leitl bringen wir. Leitl ist immer für eine Überraschung gut, wenn er reinkommt. Müssen wir halt die ganzen jungen Spieler ausquartieren. So. Wir hoffen auch das Beste. Dass die Nachspielzeit ja nicht so arg hektisch wird wie letztes Mal. Zum Elfmeterschießen will ich es nicht kommen lassen. Und nicht, dass ihr meint, ich mache das hier mit Absicht, dass ich hier die Spiele in die Verlängerung treibe. Ah, der Schalker Keeper, der hält es 0:0 immer noch fest. So, Ecke kommt von 60. So, aber die sind ungefährlich, die Ecken von 60. Irgendwie kommen wir hier nicht durch zum Schuss. So. Schalke. Sehr abgeklärte Pässe hier. So, aber 60 hat sich den Ball trotzdem geholt. Aber gleich wieder mit einem Fehlpass zunichte gemacht. Aber die 60er kämpfen, die wollen hier gewinnen natürlich. Also so weit diese Saison schon gekommen sind. Ah, es gibt es nicht. Immer steht irgendwie ein Spieler im Weg, damit 60 hier das Tor nicht erzielen kann. So, Blanco, 20 Saisontore. Ist natürlich auch sehr nett, was er dieses Jahr geleistet hat. So, wir versuchen es wieder durch die Mitte. Ah,
Aber dann so den Ball verspielen. So, Schalke jetzt wieder mit dem Vorstoß. Schafft es aber nicht, den Ball hier kontrollieren zu können, hier reinbringen zu können. So, die ersten 15 Minuten der ja, Nachspielzeit oder der Verlängerung sind vorbei. 60 zieht ab. So, der Schiri pfeift ab diese ja, Verlängerungshalbzeit. So, 13 Schüsse aufs Tor zu einem Schuss aufs Tor. Ist natürlich krass. Okay, die kamen alle von rechts. So, Zweikämpfe sehen alle gut aus. So, fortsetzen bitte. Schöne Statistik. Eine schöne Übersicht. Ich wundere mich halt nur, wieso, dass ich die im in der Liga nicht sehe. Ah! Da holt sich Schalke den Ball, aber 60 gleich wieder zurück. Die Zweikämpfe sind hier sehr hitzig. Schalke kommt hier durch. Aber die Abwehr steht gut. Lässt hier Schalke auch nicht so zum Zug kommen. Steinhardt kann hier über die Mitte gehen. Legt nochmal zurück. Steinhardt hat nochmal bekommen. Ah, das gibt's nicht. Wir kommen hier einfach nicht zum Zug. 60 will aber hier gewinnen. Und im Elfmeterschießen ist das so eine 50-50-Entscheidung irgendwo. Dass man das Ding gewinnen kann. Ah, Foul. Freistoß 60. In der 114. Minute. So, wir müssen hier bald zum Tor kommen. Nur noch 5 Minuten zu spielen. Es wird durchgekommen, aber zu, ja, zu forsch rangegangen an die Sache. Gibt's das noch? Jetzt spielen die wirklich auf Zeit. Die wissen, glaube ich, dass sie im Elfmeterschießen gewinnen können. Das ist wohl die einzige Chance von Schalke. So, die Zeit ist um. Es wird wohl zum Elfmeterschießen. Wenn Schalke hier nicht noch was macht. So, weg mit dem Ding. So, da pfeift der Schiri ab. Elfmeterschießen, wie packend. Das gibt es nicht. Oh, ist es dramatisch hier. 60 will es gewinnen. Unbedingt. So. Okay. Blanco, Laut, Leitl, Markus, Frick. Okay. Die schießen alle. So, weiter. Vorbei! Vorbei am Tor. Ah. Oh, Pfosten von Schalke. Glück gehabt, immer noch alles drin. Ah, da hält der Keeper von Schalke. Nein. Mit dem Fuß war er da dran. Au, oh, da schießt der Schalker Spieler gegen den Pfosten. Au, oh, schön versenkt. So, Schalke wieder mit dem Elfmeter. An die Latte. An die Latte. So, 60 jetzt vorn hier. Schön versenkt. Abgeklärt. So, der entscheidende Schuss von Schalke. Dürfen sie hier noch weitermachen?
oder nicht? Ja, sie dürfen. Leider hat er den nicht gekriegt. Macht ja auch nichts. Wenn er ihn reinmacht, dann ist es vorbei. Oh, der Schalker Keeper hält. Es wird so eine richtige Zitterpartie gerade. Hoffen wir, dass unser Eichler hält. Drüber, drüber. 60 gewinnt im Elfmeterschießen. Diese Zitterpartie. Diese Saison ist natürlich sehr grandios gelaufen für unsere 60er. Sie sind aufgestiegen, sie sind Meister in der zweiten Liga geworden und Pokalsieger, deutscher Pokalsieger. Das ist natürlich fantastisch, da freuen sie sich, da lassen sie alle Emotionen raus nach dieser grandiosen Saison. Ich bedanke mich, dass ihr dran wart für diese Saison. Jetzt kommen da die Abschlussarbeiten noch, ein bisschen Management und so. Aber die Saison ist so ziemlich durch. Wir sehen uns natürlich definitiv in der nächsten Saison in der ersten Liga. Wir wollen ja immer noch die Bundesliga gewinnen. Also die erste Bundesliga, nicht die zweite. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Nicht nur für heute, sondern für die ganze Saison. Ciao, bis zum nächsten Mal.